Ja, hallo Leute, heute zeige ich euch mal auf dem iPod Touch, wie ihr da ein paar Sachen einstellen könnt. Und zwar geht es diesmal um Safari, also den Webbrowser. Hier oben kann man seine Suchmaschine auswählen, Google, Yahoo oder Bing. Die könnt ihr dann auswählen, dann, wenn man dann rechts oben was sucht, ist das dann halt als Suchmaschine. Dann automatisch ausfüllen, erklärt sich von selbst, also ob da hier Speichern und so weiter halt automatisch dann ausfüllen, wenn ihr jetzt euch zum zweiten Mal an der Seite an, also euch da einloggt. Betrugswarnung, ja, ist halt für eure Sicherheit, würde ich einfach anlassen. JavaScript ist, dass man so YouTube-Videos und sowas alles sehen kann. Pop-ups unterdrücken, ja, Pop-ups sind diese, ist auch diese Werbung, die dann immer kommt. Und dann gibt es ja auch noch Datenbanken. Und hier steht dann halt, sind da halt ein paar Informationen über diese Datenbank. Das ist jetzt nur Google. Hier unten kann man dann noch Verlauf löschen, Cookies löschen und Kachel löschen. Da kriegt ihr dann nochmal ein bisschen mehr Speicher und hier unten stehen halt die Entwickler. Das war's. Ciao.